Dieser Hauptfriedhof wurde am 28. Mai 1820 geweiht. Damals blickte Koblenz bereits auf eine lange Geschichte, auch eine lange Bestattungsgeschichte zurück. Zu den ältesten Grabmälern des Koblenzer Hauptfriedhofs gehört das Grab von Pfarrer Karl Albrecht. Albrecht, 1747 in der Eifel geboren, war zunächst Zellerar und Pater in der Abtei Maria Laach. Als diese aufgelöst wurde, 1802, wurde er Pfarrer an der Liebfrauenkirche in Koblenz. Hier starb er 1833. Ihm setzte man ein Tabernakelgrabmal, das in der seiner Hütte produziert wurde. Eine Gusseisenarbeit, die zu den Meisterwerken aus Sein gehört. Ein Tabernakel eines gotischen Altares, in dem noch ein imposantes Kreuz gesetzt ist. Für die zentrale Wegekreuzung des Hauptfriedhofs entwarf der Koblenzer Stadt- und Kreisbaumeister Johann Claudius von Lassow das Hochkreuz und direkt daneben die Friedhofshalle Nr. 1, damals das Leichenhaus des Hauptfriedhofs. Leichenhäuser wurden damals nötig, weil es vorgeschrieben war, die Toten 3 Tage aufzubahren, um sicherzugehen, dass sie nicht scheintot beerdigt werden. Und hier gab es die Möglichkeit, die Toten um die Kapelle herum aufzubahren. Und ja, dieses Gebäude ist freilich in den 50er Jahren komplett umgestaltet worden. Heute ist es vor allem noch eine reine Trauerhalle. An den Dichter Max von Schenkendorf, der 1817 in Koblenz verstarb, erinnern in Koblenz noch eine Straße, ein Platz, eine Schule in der südlichen Vorstadt, aber auch 2 Verse am Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck. Sein Grab erzählt aber auch, wie wandelbar die Geschichte von Grabstätten sein kann. Schenkendorf wurde 1817 noch auf dem alten Friedhof am Löhrtor begraben. Als dieser aufgegeben wurde, hat man nur sein Grabdenkmal auf den hiesigen Hauptfriedhof übertragen. Bei dem Grabdenkmal wurde 1842 auch seine Frau Henriette Elisabeth begraben. Auf dem Koblenzer Hauptfriedhof sind einige Grabmäler und Grabstätten von preußischen Generälen erhalten geblieben. Sie erzählen davon, dass Koblenz zur preußischen Zeit bis 1918 Sitz des Generalkommandos des 8. Armeekorps war und ein General auch die Festung Koblenz und Ehrenbreitstein kommandiert hat. Dieses Grab hier erinnert an General Freiherr von Thielmann, der 1824 starb. Es ist zugleich das älteste erhaltene Grab auf dem Hauptfriedhof, gestaltet von der Seiner Hütte. Mit einem griechisch anmutenden Schmuck. Leider fehlen heute Schwert und Marschallstab. Die Familie von Franz Gerhard Wegeler bekam Stelen, die in der seiner Hütte aus Gusseisen gefertigt wurden. Am Grabmal von Franz Gerhard Wegeler sehen wir unter anderem Schlangen als Symbol dafür, dass er als Arzt tätig war. Er hat in Bonn Medizin studiert und hat unter anderem im Rheinland dazu beigetragen, dass die Pockenschutzimpfung eingeführt werden konnte. Für seinen Nachruhm ist heute wahrscheinlich bedeutender, dass er mit einem etwas bekannteren, bedeutenderen Bonner befreundet war, nämlich mit Ludwig van Beethoven, der dort 1770 geboren wurde. Beethoven wiederum wurde von der Familie von Breuning gefördert. Seine Jugendfreundin Eleonore von Breuning widmete er sogar 2 seiner Werke. Diese Jugendfreundin Beethovens hat später Franz Gerhard Wegeler geheiratet. So sehen wir auch hier mit der Madonna die Grabstele von Eleonore Wegeler, geborene von Breuning.